Okay, dann können wir nämlich nur hingehen und können, wenn die Farbe trocken ist, einigermaßen können wir jetzt noch, so und jetzt können wir, wenn die Farbe trocken ist, halt noch uns ein kleines Grün mischen. Dann merkst du hier, oje, was mischt sich denn der da zusammen? Ne? Aber der Trick ist, wenn ich jetzt Rot dazu gebe, Komplementärfarbe, dann gibt es ein richtig schön warmes Grün, einen warmen Grünton. Kann ich jetzt zum Beispiel hier nochmal drüber legen. So, und jetzt werden wir hier im Hintergrund die Bäumchen mal machen. Dann nehme ich mir hier das Schwarz. Ein bisschen was von dem Blau dazu. Und da kommen jetzt hier hinten die ganzen Baumstämme. Muss nicht dunkler. Also machen wir wieder den Trick Schwarz mit ein bisschen Gelb. Ja, ist ein bisschen zu dunkel, ein bisschen nur mehr Gelb. Dass wir einen schönen dunklen Olivton haben. Das, ist das Messer ist jetzt hier für dieses Format etwas zu groß, deswegen werde ich das jetzt mit dem Pinsel auftragen. Ja, ein klein wenig aufhellen. Ja, es ist wieder zu hell. Na, ich halte den Pinsel eher so, dann geht es ein bisschen einfacher. So, und jetzt werde ich an der Oberfläche, also an dem Rand oben, ein bisschen heller machen und ganz klein wenig Rot dazugeben. Okay. Sieht doch schon sehr schön aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Berge und hier vorne kommt nun ein Zaun. Den deute ich jetzt mal an. Das ist weiß. Den sieht man eigentlich kaum. Den brauche ich aber als Abgrenzung. Die Bäume sind, da ist praktisch ein Weg, der da entlang läuft. Ne? Und na, das geht nicht. Das ist, die Farbe geht nicht. Vielleicht geht die hier. Die Farbe vom Dach übrigens, ne? Hat zu wenig Kontrast. Müssen wir es dunkler machen. So. Das muss reichen. Okay. Also ich habe jetzt hier so eine Farbe, das ist nicht ganz weiß, es ist ein bisschen violett und da lassen wir jetzt hier so zwei Stromdinger hier laufen und dann mache ich jetzt hier einen Mast hin. Der ist aber etwas dunkler. Ich hoffe, dass die Farbe passt hier. Dann nehme ich die Farbe hier. Dann machen wir hier so einen Schatten noch. So, wunderbar, das sieht doch cool aus. Ich glaube, ich nehme lieber nur ein bisschen mehr Weiß. Jo, Berge fehlen. Vielleicht gleich noch machen wir hier vorne ein Stück heller. So. Das ist der ganze Trick, Berge zu malen, ist einfach nur einen Pinsel laufen lassen und andeuten. So. Ich habe hier ein gruseliges Pink, aber lustigerweise passt es halt. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich halt vor allen Dingen die
rechte Seite, jeweils da, wo das Licht drauf fällt, dass ich, dass ich da halt dieses Pink halt dann mache. Ne? Und jetzt hier zum Beispiel am Dach hier hochlaufen lassen. So, und die oberen Teile von den Bergen, die sind noch, die sind ganz hell. Da die Sonne geht unter und gerade nur die obersten Teile davon werden gerade eben noch von der Sonne erwischt. So, Resteverwertung, das ist die Farbe, die ich gerade hierfür verwendet habe und die nehme ich jetzt hier für die Schattenseite der Berge. Bin ich nicht ganz zufrieden damit. Ich möchte hier noch mehr Kontrast zum Dach haben, deswegen mache ich jetzt hier noch ein paar dunkle Stellen rein. Ne? Okay. Ja, ist immer fast fertig. So, ja, insgesamt hat es schon so einen sehr herbstlichen Charakter. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass das Licht hier langsam weggeht, sondern es wirkt tatsächlich trübe, aber nicht traurig. Also mir gefällt es sehr gut, das Bild. Bin sehr zufrieden damit. Außer hier die Farbe, das ist mir ein bisschen zu braun, aber ich meine, das könnt ihr ja ändern, wenn ihr das wollt. Ja, nur hier ist mir der Farbton so ein bisschen insgesamt ein bisschen zu braun. Vielleicht gehe ich da gleich noch in der anderen Farbe drüber. So, jetzt habe ich ja gesagt, dass ich den Vordergrund noch sehr hell machen möchte. Mische mir ein sehr helles Gelb an. Mit dem Tupfen kriege ich halt noch ein bisschen Struktur rein. Ja, so ist es schon ganz okay. Und jetzt machen wir noch die letzten Änderungen. Und dann haben wir es. Das ist mir also es ist so ein künstliches Braun. Ne? So, das sieht er, ich habe einen Pinsel zu trocken und dadurch gibt er die Farbe halt nicht ab, so ist besser. Ne? Das ist sicherlich nicht auch der beste Pinsel, um das zu malen, aber wir sind auf der Zielgeraden. So, okay. Ich glaube, so kann man es bleiben lassen. So kann man es lassen. Die kommen einfach zu wenig raus. Aber ist okay so. Ja, also eine kleine Hütte an den Bergen gespachtelt und gemalt, möchte ich mal sagen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Motiv gefällt und dass ihr Spaß habt, es nachzumalen, und dabei wünsche ich euch wie immer viel Erfolg. Und ja, alles zu meinen Malkursen hier in Leverkusen und zu den Büchern, die ich jetzt hier erwähnt habe, das findet ihr alles auf meiner Webseite. Alles klar. Okay, viel Spaß beim Malen. Macht's gut. Tschüss.